Ja, natürlich habe ich mich gefreut, weil Olympia eben bedeutet, dass es auch viele, viele Gelder wieder gibt für die Nachwuchsförderung. Da waren wir jetzt lange nicht dabei. Das ist total wichtig für die Entwicklung unseres Sports, weil wir immer noch uns in vielen Facetten und Bereichen entwickeln müssen. Und von daher habe ich mich gefreut, dass es dann auch verdientermaßen gegen die Niederlande dann gereicht hat. Positive Erlebnisse und Ergebnisse helfen immer, aber ich würde mir ein bisschen mehr Differenziertheit wünschen, weil das Leben ist nun mal so und auch das Sportlerleben ist so. Also ich kenne keinen Sportler der Welt, der immer nur gewinnt und niemals ein Tief oder ein Tal erreicht hat. Ich wünsche mir, dass wir daraus wachsen, dass sich was entwickelt hat jetzt, dass man aus dieser Turniererfahrung in Australien, wo manches gut war, manches nicht so gut war, lernt. Und dann hat man eine große Chance, das bei Olympia zu zeigen und wieder ein Turnier zu spielen. Und jedes Turnier hilft. Also es ist völlig egal, ob er im Mädchen- oder Frauenfußball schon Erfahrung hat. Genauso wie es egal wäre, ob ich im Männer- und Jungenfußball schon Erfahrung hätte. Weil es Trainerqualität ist keine Frage des Geschlechts, sondern Fußball, ist ein Fußball. Und Christian Wück ist ein hervorragender Trainer, ist ein sehr, sehr empathischer Mensch, der, glaube ich, sehr, sehr gut da reinpasst. Als ich überlegt habe, mich hat man nicht gefragt, aber als ich überlegt habe, wer könnte es denn sein und mal so international, ja, wie ist der Markt da, dann guckst du natürlich in den DFB und da gab es für mich zwei Personen, unter anderem eben Christian Wück. Und mich hat es jetzt nicht so überrascht, dass er es macht und ich glaube, das kommt gut.